begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk im September 2019. Seit 1996 existiert die Niederlassung der St. Galler Kantonalbank in Herisau. Seit einigen Wochen erstrahlt sie in neuem Glanz. Großzügige Fensterfronten, einladende Farben, großzügige Platzverhältnisse. Der klassische Bankschalter ist aus dieser Filiale verschwunden. Die Einrichtung ist modern und funktional. Über 90% der Inneneinrichtungen wurden von lokalen Unternehmen umgesetzt. Meine Gäste heute sind die Herisauerin Caroline Hilp, Leiterin Anlagestrategie und Analyse, und Jan Wittmer, Fondsmanager Aktien St. Galler Kantonalbank. Jan Wittmer, was schätzen Sie am meisten am neuen Filialkonzept der St. Galler Kantonalbank? Das Konzept und die Filiale gefällt mir sehr gut. Es ist sehr hell, einladend und sehr lichtdurchflutet. Das ist ideal natürlich und ideal auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen abgestimmt, die neben der Online-Abwicklung auch eine persönliche, kompetente Beratung in der Nähe suchen. Caroline Hilp, wegen der drohenden Konjunkturabschwächung taucht das Stichwort Rezession immer öfter in den Medien auf. Auf Google Trends sieht man, dass im August das Stichwort Rezession viermal öfters gesucht wurde als davor. Was sagen Sie dazu? Das ist leider nicht so überraschend. Hinter uns liegt ein ganzes Jahrzehnt Konjunkturaufschwung. Das ist statistisch gesehen eine sehr lange Zeit. Da mehren sich natürlich die Stimmen, die sagen, das neigt sich nun dem Ende zu. Und dann haben wir den Handelsstreit, der immer wieder für Verunsicherung sorgt und dann natürlich auch die Angst vor einer Rezession immer wieder schürt. Auf welche Daten stützt sich diese Konjunkturprognose? Die stützt sich im Wesentlichen auf die Wirtschaftsdaten, die trübere Aussichten geben. Ich denke hier an die vorlaufenden Indikatoren, vor allem für den Industriesektor. In Deutschland hat sich dieser eingetrübt, aber auch in China beispielsweise sieht es schwächer aus als in der Vergangenheit. Es kommen aber auch eher negative Signale von den Finanzmärkten selber, beispielsweise die Kapitalmärkte mit der inversen Zinskurve in den USA geben ein Signal, dass sich nun eine Rezession andeuten könnte. Eine inverse Zinskurve bedeutet, dass die Zinsen am kurzen Ende höher sind als am langen Ende. Das heißt, die Wirtschaftsakteure gehen aufgrund der tieferen Zinsen davon aus, dass sich in Zukunft die Wirtschaft abschwächen wird. Ist das stichhaltig? Bei der inversen Zinsstrukturkurve habe ich so meine Fragezeichen. Ich glaube, dass die Inversion stark von der Geldpolitik kommt. Wir hatten jüngst eine Zinssenkung. Weitere Zinssenkungen schweben so in den Erwartungen mit. Und das deutet natürlich darauf hin, dass die Zinsen am langen Ende sinken, ohne dass automatisch eine Rezession kommen muss. Jan Wittmer, die meisten Schweizer Unternehmen haben ihre Halbjahreszahlen publiziert. Was sind Ihre Erkenntnisse daraus? Die Bäume, die wachsen nicht in den Himmel. Es ist so, dass die Markterwartungen insgesamt erfüllt wurden. Es ist aber auch so, dass die Gewinnüberraschungen auf der positiven Seite nicht mehr zugenommen haben. Im Gegenteil, die Gewinnüberraschungen negativer Art, also von Gewinnwarnungen, haben eher zugenommen. Das zeigt, dass der Margendruck bei den Unternehmen angekommen ist. Und dementsprechend haben auch die Aktienkurse nach den Zahlen von solchen Unternehmen sehr stark mit Kursschwankungen und vor allem negativen Kursreaktionen reagiert. Sehen Sie in den Halbjahresergebnissen Spuren einer Konjunkturverlangsamung? Ja, die Spuren, die sind ersichtlich, vor allem im Industriebereich. Hier sicherlich der Bestelleingang bei vielen Industrieunternehmen, die stagnieren oder sogar rückläufig sind. Eine Branche, der es aktuell nicht so rosig geht, ist die Automobilbranche. Hier sicher auch die Schweizer Zulieferer, die unter Druck sind. Aber allgemein kann man sehen, dass die Markterwartungen eher etwas zurückgekommen sind. Das, weil die Unternehmen mehr vorsichtiger werden, auf die globalen Risiken hinweisen. Und zusätzlich aktuell ist sicherlich der Schweizer Franken, der zur Stärke neigt, das sicherlich ein Gegenwind für die Unternehmen darstellt. Caroline Hilp, der Schweizer Aktienmarkt ist einer der teuersten in Europa. Würden Sie unter diesen Umständen überhaupt noch Schweizer Aktien kaufen? Ja, ich würde auch unter diesen Umständen noch Schweizer Aktien kaufen. Der Schweizer Aktienmarkt ist teuer, weil auch Qualität drin ist. Das ist ein Argument. Das zweite ist, dass der Schweizer Aktienmarkt genau nun seine defensiven Stärken gezeigt hat. Das waren ja vor allem die Schwergewichte Nestle, Roche, Novartis, die den Aktienmarkt nach oben gedrückt haben. Die sind eher defensiver ausgerichtet und von daher gibt es auch noch Unternehmen, die noch nicht so stark angestiegen sind und da lohnt sich ein Einstieg weiterhin. Jan Wittmer, für die hohe Bewertung des Schweizer Aktienmarktes ist sicherlich auch die Nestle-Aktie mitverantwortlich. Diese hat allein dieses Jahr schon fast 40% zugelegt. Würden Sie zu diesen Preisen noch Nestle-Aktien kaufen?
Kurzfristig würde ich die Nestlé-Aktie nicht kaufen, weil schon sehr viel Positives im Kurs enthalten ist. Wenn es zu einem Kursrückgang kommt, dann sehe ich die Nestlé-Aktie jedoch als langfristiger Baustein im Portfolio. Caroline Hilp, worauf muss ich als langfristiger Anleger achten, wenn ich heute Aktien kaufen will? Sie sollten in Unternehmen investieren, die dem Konjunkturzyklus nicht vollumfänglich ausgesetzt sind. Ein Beispiel dafür ist Schindler, ist zwar ein Industrieunternehmen, darum konjunktursensitiv, wächst aber im Servicebereich. Das heißt, es emanzipiert sich dort vom Konjunkturzyklus, darum interessant. Weiter würde ich darauf achten, dass die Bilanzstruktur in einer guten Ausgangslage ist. Das heißt, die Fremdkapitalquote sollte nicht zu hoch sein. Und zu guter Letzt, auf gute Dividendenzahler zu setzen, ist sicher nicht falsch. Dort ist es einfach wichtig, dass die Dividende aus dem operativen Geschäft kommt und stabil ist und nicht aus irgendwelchen anderen Finanzquellen finanziert wird. Gibt es weitere Beispiele? Geberit finde ich ein interessanter Titel, finden Sie fast in jedem Hotelzimmer und dann natürlich Lindt & Sprüngli. Jan Wittmer, Belimo ist die größte Position eines Nicht-SMI-Unternehmens in Ihrem Aktienfonds. Wieso ausgerechnet Belimo? Belimo ist Weltmarktführer bei Antriebslösungen, die für Klima, Heizung und Luftanlagen benötigt werden. Profitiert von strukturellen Trends wie der Urbanisierung und vor allem Energieeffizienz, das ein großes Thema auch in Zukunft wird. Sehr innovationsstarkes Unternehmen, gefällt mir, investiert viel in Forschung und Entwicklung. Aktuell die Themen Cloud-Anbindung, aber auch Sensorik. Das sind Felder, die in Zukunft sehr wachstumsstark für Belimo sein werden und davon profitiert der Konzern langfristig. Die Kursschwäche der jüngsten Vergangenheit sehe ich als langfristig sehr attraktiven Einstiegszeitpunkt. Für kurzfristig orientierte Anleger, haben Sie auch da Empfehlungen? Ja, so kurzfristig gefällt mir die UBS sehr gut. Die Aktie ist jüngst in der Vergangenheit sehr stark unter Kursdruck gekommen. Ich denke, das ist etwas ungerechtfertigt, etwas übertrieben und die Aktie muss nur ein kurzes positives Signal erhalten, dann wird die Aktie meiner Meinung nach sehr schnell stark ansteigen, was kurzfristige Trader sicherlich interessant finden. Caroline Hilp, politische Risiken dominieren die Schlagzeilen, Brexit, die Demonstrationen in Hongkong, Regierungskrise in Italien. Wie soll ich das in meiner Anlagestrategie berücksichtigen? Wichtig ist, dass man sich nicht vom Aktienrisiko per se trennt. Ich finde, es ist nach wie vor ein interessantes Umfeld, um in Aktien investiert zu bleiben, beispielsweise weil die Geldpolitik auch expansiv bleibt. Beim politischen Risiken ist es immer so, dass die für Irritationen sorgen. Im Moment kommen sie in einer solchen hohen Kadenz, dass es schon fast einem Spektakel gleicht. Ich würde empfehlen, ein bisschen an der Seitenlinie zu stehen und dem einfach zuzuschauen. Caroline Hilp, Jan Wittmer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne.